Wahrheit und Klarheit, auch bei entsprechenden Berichten. Es gibt kein Verschleierungsgebot, sondern ein Transparenzgebot, auch im Rahmen unserer gesamten Rechtsordnung. Das heißt, die Bürger müssen in einer ganz anderen Qualität, als es gerade auch hier passiert ist, beteiligt werden. Es kann nicht sein, dass jetzt das entscheidende Genehmigungsverfahren läuft. Wir sind ja dabei, unsere Stellungnahme zu formulieren, und dann soll unabhängig von der Qualität der entsprechenden Argumente, offensichtlich ohne Anhörung der Betroffenen im Für und Wider, dann noch vor Weihnachten entschieden werden, sodass dann am Jahresende letztendlich das Verfahren abgeschlossen werden kann. Meine Damen und Herren, wenn man Bürgerbeteiligung ad absurdum führen will, dann macht man es genau so, aber das hat mit einem demokratischen Rechtsstaat nichts mehr zu tun. Nichts mehr zu tun. Ich sage es in aller Deutlichkeit, weil letztendlich damit Axt an unser Staatswesen gelegt wird. Nicht diejenigen, die hier sich darüber aufregen, sind letztendlich diejenigen, die unser Gemeinwesen gefährden, sondern diejenigen, die genauso vorgehen. Die genauso vorgehen. Natürlich muss man und ist es legitim, als auch gewählter Bürgermeister, Stadtratsmehrheit, sich für ein solches Projekt einzusetzen. Da stellt doch niemand in Frage, dass natürlich, wie immer, es ein Für und Wider gibt. Aber es ist auch legitim, wenn dann die Argumente ausgetauscht werden, wenn darüber diskutiert wird und wenn es danach entschieden wird. Nicht, wenn man sagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Letztendlich ist die Entscheidung schon getroffen, weil wir unter einem entsprechenden Zeitdruck handeln müssen. Das treibt die Bürger in die Resignation. Das ist dann auch die Ursache für entsprechende Protestverhalten der Bürger. Nicht demokratische Beteiligung treibt die Bürger in Resignation, sondern das Gegenteil. Deswegen dieser eindringliche Appell, in dem Fall jetzt aber nicht an die Stadt, sondern an die entsprechenden Aufsichtsbehörden, dafür zu sorgen, dass hier ein wenigstens formal korrektes Verfahren noch zum Abschluss gebracht werden kann. Transparenz also unverzichtbar, und solange das gesamte Projekt nicht endgültig genehmigt ist, auch die durchaus erwartenden Klageverfahren abgeschlossen sind, darf nicht mit irgendwelchen vorgezogenen Teilmaßnahmen begonnen werden. Denn auch das ist inzwischen bei der Durchsetzung solcher Großprojekte Strategie, dass man einzelne Teile vorzieht, isoliert, genehmigt, um dann hinterher sagen zu können, ja, wir haben jetzt ja schon gebaut. Und wenn wir jetzt aufhören, dann zahlt die gesamte Kommune entsprechend, müssen alle Bürger dafür höhere Abwassergebühren zahlen, höhere Wassergebühren etc. pp. Da ist ja dem Erfindungsgeist von einzelnen Kommunalpolitikern sind ja da keine Grenzen gesetzt, um dann letztendlich die Bürger so weit zu bekommen, dass sie sagen, ja, bevor ich dafür bluten muss, okay, schweren Herzens muss man halt dann das Projekt als solches realisieren. Diese Salamitaktik, wie wir sie überall erleben, hat auch mit entsprechendem korrekten Verfahren nichts zu tun. Aber sie dient zunehmend dazu, wie gesagt, Projekte als solche durchzusetzen. Nun zum zweiten grundsätzlich. Das eine ist also die Verfahrensseite, wo wir der Meinung sind, es braucht dringende Korrekturen. Wir haben entsprechendes Planungsrecht durchaus solide in den letzten Jahrzehnten geschaffen. Das muss umfassend zur Anwendung gebracht werden und da ist die Bürgerbeteiligung ein zentrales Argument. Wir erleben aber seit Jahren den Abbau der Bürgerrechte durch Beschleunigungsgesetzgebung, da und dort, indem man sagt, ja, wir können es uns nicht mehr leisten, Verwaltungen werden abgebaut etc. pp. Das heißt, in der Praxis haben wir nicht den Rechtsaufbau, sondern den Rechtsabbau in den letzten Jahren erlebt. Das zweite, worauf ich besonders eingehen möchte, ist von etwas grundsätzlicherer Art, nämlich
die Verantwortung eines Bundeslandes für das Gemeinwohl und für öffentlichen Besitz. Auch hier ist es symptomatisch, dass ein Bundesland, Hessen, sagt, wir müssen uns von einer Staatsdomäne trennen. Sie verursacht mehr Kosten, als sie Ertrag bringt. Beziehungsweise wir haben zunehmend Probleme mit nicht mehr genutzten Gebäuden, die wir unterhalten müssen. Es ist also entsprechend notwendig, sich davon zu trennen, quasi im Interesse des hessischen Bürgers. Wir sagen, dass natürlich heute niemand mehr eine Staatsdomäne braucht in unserem Lande, um sich davon zu ernähren, um eine Grundnahrungssicherung für die Bevölkerung zu geben. Aber dass gerade solcher staatlicher Besitz eine zentrale Chance darstellt, Entwicklungen in Gang zu bringen, die im öffentlichen Gemeinwohlinteresse liegen. Und im öffentlichen Gemeinwohlinteresse liegt zum Beispiel die zentrale Frage, wie können wir kombinieren Landnutzung, also Landwirtschaft, mit Schutz der Natur. Wie schaffen wir es letztendlich tatsächlich auf Dauer nachhaltige Landnutzungssysteme zu entwickeln? Welche Pflanzensorten, welche Tierrassen brauchen wir, um genau dieses zu ermöglichen? Denn eines ist klar, das, was wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, uns zu konzentrieren in der Pflanzenzucht auf einige wenige Hochleistungssorten, in der Tierzucht auf einige wenige Hochleistungssorten, ist ein höchst gefährlicher Weg, der nur eine kurze bestimmte Zeit durchzuhalten ist, weil niemand glauben soll, dass wir auf Dauer das machen können, was wir inzwischen machen, nämlich so billig aus der ganzen Erde Futtermittel zu beziehen, um damit bodenunabhängige Tierhaltung zu betreiben und damit Hochleistungserträge zu erzielen, und zwar Futtermittel zu uns zu bringen, die anderswo Grundnahrungsmittel darstellen. Es soll doch niemand glauben, bei einer auf 9 Milliarden in den nächsten Jahrzehnten wachsenden Weltbevölkerung, dass letztendlich wir uns zulasten anderer Regionen entsprechend ernähren können. Wir werden, und es hat bereits begonnen, einen immer sich stärker verschärfenden Wettbewerb um die knappste Ressource erleben, die wir haben, das ist die Ressource Boden. Der Boden ist unsere knappste Ressource. Mit diesem Boden gehen wir nicht nur weltweit, sondern auch national weder nachhaltig um, ganz im Gegenteil, wir zerstören Böden allein durch die Überbauung in Deutschland nach wie vor, trotz Rezession der letzten Jahre, im Schnitt über 100 Hektar pro Tag. Das ist im Jahr ungefähr die Fläche des Bodensees, die wir in Deutschland überbauen. Wir überbauen keine Wüstenböden, sondern wir überbauen fruchtbare Ackerböden, genauso wie wir Wiesen und Weiden und Waldflächen überbauen. Wir überbauen sie nicht, weil es zwingend notwendig ist zu überbauen, sondern weil es ein bisheriges Zeichen des Fortschritts war, Land zu überbauen. Weil wir uns mehr mit der Außenentwicklung von Kommunen beschäftigt haben, als mit der Innenentwicklung. Deshalb stehen unsere Siedlungen leer. Im Zentrum verfallen sie. Draußen haben wir Neubaugebiete. Draußen haben wir die entsprechenden Einkaufszentren angesiedelt. Im Innen haben wir den Tod des Mittelstandes gezielt herbeigeführt. Und zwar des kleinen wie des großen Mittelstandes. Wir überbauen die Flächen für eine luxuriöse Verkehrspolitik, weil je leistungsfähiger die Autos werden, umso weniger können sie bekanntlich einen Berg rauffahren, umso weniger können sie Kurven fahren. Das heißt, wir verbrauchen immer mehr Land, allein durch das Kreuzungsfreimachen unserer Straßen und vieles andere mehr.
Das heißt, wir überbauen unser Land nicht, weil wir es notwendig haben, sondern weil es ein Interesse daran gibt, weil man letztendlich entsprechende Unternehmen hat, die davon leben, nicht dass saniert wird, sondern dass permanent in Natur und Landschaft eingegriffen wird. Und von daher ist es zwingend notwendig, als erstes in unserer Gesellschaft zu erkennen, wie gesagt, die knappste Ressource, die wir haben, ist der Boden. Ich bin persönlich der Meinung, unsere Kinder und Kindeskinder werden uns verfluchen über die Art und Weise, wie wir in den letzten 40 Jahren in Deutschland überbaut haben. Wir haben übrigens in diesem Zeitraum in Deutschland, so in Westdeutschland, so viel Land überbaut wie alle Generationen vor uns zusammen. Nur um das klar zu machen, was hier insgesamt passiert ist. Natürlich mussten wir auch die Flüchtlinge aus dem Osten aufnehmen, haben entsprechend höhere Bevölkerungsdichte. Aber trotzdem, dieser Prozess hat sich seit Jahren entkoppelt von der Frage, wächst die Bevölkerung oder schrumpft sie. Trotzdem haben wir den entsprechenden Flächenverbrauch. Und daher müssen wir als erstes haushälterisch mit unserer knappen Ressource Boden umgehen. Und wir müssen gezielt den Staat in die Verantwortung nehmen, nämlich dort tätig zu werden, wo er die Möglichkeit hat, als Staat Forschung zu machen. Das heißt, wir brauchen zwingende staatliche Forschung für angepasste Sorten. Wir brauchen Forschung für die eigene Eiweißfutterversorgung unserer Tiere. Wir brauchen Forschung für die Kombination von entsprechenden Nutzungssystemen, also für die Integration von Naturschutz und Landnutzung. Wir brauchen Forschung über die Notwendigkeit, entsprechende Flächen zu durchgrünen.